Hallo Leute, herzlich willkommen zu EPP Spieler gegen G-Squad gegen Adam Aizu. Wird super. Wir schauen uns den Kampf an. Wir haben, wie gesagt, das Team dabei. Wer interessiert, wie es aufgebaut ist, schaut uns das Team-Building-Video an. Und Adam hat dabei sein Branavat, sein Entei, sein Capoeira, sein Pixie, sein Hutsasa und sein Mundtier. Und als ich das Team gesehen habe, dachte ich mir, okay. Und dann sah ich das Mundtier und dachte mir, was will er mit Mundtier haben? Ich könnte ein Physisch stehen, wenn sie das Akani dabei haben. Es kann zwar Sucker Punch, aber ich habe trotzdem Jirachi und weiß ich nicht. Und ein Resladero ist halt einfach schneller. Ich weiß nicht, ob er vielleicht ein Switch in ein Sleep Powder von Tangulos haben wollte, aber wegen dem Entei wollte ich schon Tangulos gar nicht mitnehmen. Also, okay, Tangulos hält physisch einiges aus, ne? Das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Tangulos wäre auch hier eine gute Option zum Mitnehmen gewesen, aber zum Beispiel hier, Hutsasa, ne, wollte mich ein bisschen. Aber naja, schauen wir uns den Kampf an. Ich dachte mir, ich lead einfach mal mit meinem schönen Electros, weil wir können uns die Switch Advantage holen. Und er drückt hier Stone Edge, macht hier, was ich dazu sagen muss, First Turn Prediction, denn ich war kurz davor, auf dieses Arcani zu gehen. Ne? Ich dachte mir, wird er jetzt in der ersten Runde eine Prediction raushauen? Wird er das tun? Weil eine Stone Edge könnte uns gleich killen, da wir kein physisch Defensives sind, nicht den Bedroher rausholen können. Ich das Arcani gesehen, das Arcani, das Entei gesehen habe und mir dachte, es ist Shiny, es ist Adamant, das wird wehtun. Nein, das machst du am besten nicht, weil auch wenn er auf Läuterfeuer geht und wir den Flash Fire Boost bekommen, wir pressuren ihn damit total hart und können dann einfach auf Leerblitz drücken und alles vernichten. Aber wenn er dann doch Stone Edge drückt, hast du ein Problem. Dann dachte ich mir, drück einfach Volt Switch. Du kriegst die Switch Advantage, somit ist alles gut. Damit kann ich in Never Be Royal gehen. Da er keinen Aerodactyl oder Golbat dabei hat, kann ich einfach Safe Earth Power drücken. Das macht kaum Schaden auf diesem Capoeira, deshalb wusste ich, ah, Southwest. Und er geht hier auf Fake Out, was ich komisch fand, aber naja. Ich gehe jetzt auf U-Turn. Ich hätte Zen Headbutt drücken sollen, aber ich dachte mir, vielleicht drückt er irgendwie, wechselt er aus oder sowas. Und ja, selbst wenn er den CC drückt, dachte ich mir, ich kann in mein Resladero gehen, hier eine Sky Attack abfeuern, die 50% macht. Ich habe nicht gekalkt, wie viel ich gemacht hätte oder was das für ein Pixie war, denn ich dachte mir, ja, Hierarchie, ne? Hier können wir U-Turn drücken, weil der Switcher, der musste einfach switchen. Sehr gut war. Und als er hier rausgeswitcht war, wusste ich, okay, er trägt keinen Scarf. Das ist gut für uns. Er ist garantiert banned. Welches habe ich, glaube ich, sogar am Stone-Schaden nachgekalkt, dass es banned war. Also habe ich es da eigentlich schon gewusst. Hier muss ich jetzt leider irgendwas sacken, weil ich leider nichts gegen dieses Seismitoad wirklich habe. Aber da wir nicht den Burn bekommen, können wir hier nochmal eine Acrobatics rausholen. Und ich dachte mir, ob er jetzt heilt oder ob er nochmal Schaden nimmt, es würde der Moonblast mehr Sinn machen, oder nicht unbedingt, aber es wäre ein zweischneidiges Schwert. Hier drücke ich auf Sludge Wave, weil ich mir dachte, davor hat er predicted, diesmal glaube ich, wird das nicht tun, hat er auch nicht getan. Und jetzt geht er auf Scald. Ich musste jetzt leider irgendwas opfern, welches in dem Moment Arcani war. Arcani konnte aber dann nochmal ein Live Up Close Combat raushauen, was ziemlich gut für uns war, denn wir haben jetzt guten Damage auf diesem Seismitoad bekommen, was wichtig war. Und ich konnte mein Never Be Royal gehen und einfach Earth Power drücken. Er geht in seinen Hutsasa, das war so wenig Schaden, da wusste ich gleich, speziell defensiv. Ich habe leider keinen Flamethrower, wie gesagt, dabei, aber ich dachte mir, er wird eh Spore drücken. Und da wir die Safety Goggles haben, geht das Ganze auf, drücken Acid Spray, sinken seine Special Defensive und Sludge Bomb, wir tanken das gut, aber der Poison kommt. Und in dem Moment dachte ich mir, warte mal, du könntest jetzt ein bisschen verkacken, ne, weil dein Jirachi stirbt jetzt eigentlich, also dein Jirachi würde gegen Hutsasa was machen, aber dann kann Entei wieder reinkommen und Sacred Fire drücken. Sacred Fire kann er jetzt einfach drücken. Einfach instant drücken. Dachte mir so, weil sonst hätte ich nämlich mit Flammenwurf oder Volt Switch oder irgendwas nochmal drücken können, was viel Schaden macht. Und so muss ich jetzt nämlich etwas reinholen, was eingeschläfert wird. Wo ich mich dann für Never Be Royal entschieden habe. Weil ich die anderen beiden doch noch irgendwie wach haben wollte. Weil der Switchout mir hier schon klar war, dass jetzt Seismitoad kommt. Und Zen Headbutt macht halt guten Schaden. Und ich wusste immer noch nicht, wie dieses Seismitoad ausgelegt ist. Ich dachte mir, ja, mach das einfach. Ich glaube, der Flinch hat jetzt nicht unbedingt gemeldet. Ich glaube, ein EQ oder ein Earth Power hätte mich nicht rausgenommen. Aber da er die 30% Poison bekommen habe, ich jetzt die 40% Flinch, ist das eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit. Und da wir hier nochmal mit den Zen Headbutt müssen, ja. Wir können aber jetzt in Diamond Dusk gehen, da er in Sacred Fire zum einen gelockt ist. Und wir den tanken, da ich noch nicht extra in die Mega gegangen bin, dass wir ihn auf jeden Fall überleben. Jetzt gehe ich in die Mega. Ich werde an seine Stelle sogar gar nicht ausgewechselt, weil es okay ist. Er ändert jetzt eigentlich nichts dran. Wir haben jetzt sogar den Diamond Storm Death Boost bekommen. Er geht auf Play Rough, das macht halt gar keinen Schaden mehr.
Und wir drücken nochmal Moonblast, da wir schneller sind als dieses Entei, werden wir es jetzt auch mit einem Diamond Storm rausnehmen. Somit hat Mega Diancie uns wirklich gut in diesem Kampf geholfen. Danke dafür, Mega Diancie. Und ja, das war der Kampf gegen Adam. Wir haben solide 2-0 gewonnen, hätte ich gesagt, ohne weiter größere Hacks. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Spieltag. Bis dann und ciao.